Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr hattet richtig geile Weihnachtstage. Es geht euch gut, ihr habt euch schön beschenken lassen. Ihr habt gute Laune und ihr freut euch. Denn heute, ja heute gibt es, ich muss dir mein Mikro mal wieder, das poppt ein bisschen. Also heute, ja wenn das, ich verschiebe das immer so ein bisschen. Und wenn das passieren sollte, dann müsst ihr sagen, Tobi, du poppst wieder. Ja, gut. Also, heute gibt's K6 Middlelane. Middle. Die Gegner haben einen Victorium Leviosa in der Mitte. Und zwar mit Teleport, Leute. So, das heißt, wir spielen K6. Ja, K6 Mitte ist so ein bisschen. Und die Frage, die wir uns stellen, ist halt die Skill Order. Ja. Also, grundsätzlich würde ich ultra gerne mit Level 2 Q und E haben. Dann kann man auf den Gegner springen und eine klassische Sandwich-Situation hervorführen, ja. Macht mega Damage, ist mega cool, ist mega lustig. Problem hierbei ist, unser Defensivspell ist W. Wir sind ein Nahkämpfer und ja. Deswegen, also, am liebsten würde ich jetzt mit Q anfangen, aber falls es nicht anders geht, muss ich vielleicht, ja, machen wir jetzt auch. Wir machen erstmal einen Punkt in W rein, damit wir uns ein bisschen heilen können, ja, weil Early Game ist jetzt nicht das Allergeilste, ne? Müssen wir einfach mal zugeben. Ich habe auch extra keine Flask gestartet, damit ich gleich... Und jetzt machen wir einen Punkt in die E, weil, naja, Q bringt uns nichts ohne E. Na, ich habe extra mit einem Schwert gestartet, weil ich sehe mich auf einer... Naja, ich sehe mich auf ihm drauf. Lasst uns ehrlich sein, Leute. Ich will jetzt hier nicht um den heißen Käfer reden, ja. Ich sehe mich auf ihm drauf, was sagt unser Team so? Ja, kein Tank, ne? Aber, naja, Cassio ist ja ein halber Tank, ne? Gut. Die Gegner haben jetzt auch nur einen Renektonium. Gut, den Krokodok auf der Top-Lane. Und der geht meistens auch sehr damage-lastig. Gut, also Plan folgender. Wir müssen ihn möglichst pushen lassen. Also gut, wie es halt eben geht gerade. Damit wir auf ihn draufjumpen können. Wir haben jetzt alle Spells einmal. Das ist very good. Das ist nicht schlecht. Vielleicht chased er mich. Wir hauen mal den Pot rein. Wir müssen ihn halt so ein bisschen isolieren. Oh, das sieht ja crazy swazy aus. Naja, er muss so ein bisschen isolieren. Aber er pusht, Leute. Er hat eine Kanone. Ich habe keine Kanone. Und er macht Autotext. Ich nicht. Deswegen wird er pushen. Das Problem hierbei ist natürlich, wir wollen auch nicht, dass er zu viele Minions hat. Weil das selten werden schon ein bisschen viele, ne? Wir warten einfach wie so ein geduldiger Käferjäger. Ich bin wie ein Hai, Leute. Ihr müsst so lange warten, bis sich das Ziel, das Opfer von der Herde trennt, ja? Wir sind der Herdentrenner quasi. Und wir warten einfach. Das zum Beispiel, ja, ja. Irgendwann wird er einen Fehler machen. Dann schnapp ich zu. Wie so eine Kaulquappe. So werde ich jetzt machen. Gut, da ist schon mal die Trap raus. Ist ja auch nicht schlecht. Wir wollen natürlich die Kanone haben. Ach, Leute, die ist eh nichts wert. Was will ich schon mit der Kanone? Jetzt. Ah. Ja, ich meine, okay. Aber ich sag's mal so. Jetzt denkt er, er kann ja alles machen. Und gleich, guck mal, wie aggressiv er jetzt steht, Leute. Und gleich, genau jetzt nämlich, kommt ein Gank. Und ich werde ihn jetzt einfach von der Herde losreißen. Oh, boy. Slap. Snap. Bats. Bats. Zack. Oh, zwar hat einfach den Kill bekommen. Aber, da habt ihr gesehen, ne? Und wir haben alles nichts verbraucht. Alles wurde nicht verbraucht. Very geil. Und ihr werdet gleich denken, Leute, wenn ich gleich einmal shoppen war, wir schreiben hier ein Good Job, Mr. Baum. Wenn ich gleich einmal shoppen war, werdet ihr denken, holy shit, Tobi, was ist das für ein Schaden, den du da machst? Der ist ja nicht mehr, der ist ja nicht mehr verhandelbar. Okay, ja. Ich würde sagen, wir gehen mal eben schnell shoppen. Frage ist, ich glaube, wir kaufen eine Flask. Ich liebe Flask. Ja, Flask ist natürlich nicht das Geil zum Damage zu machen, lasst uns ehrlich sein, aber ich liebe sie. So, Flask und Schwert. Na, und dadurch, dass wir so einen frühen... Naja, es war halt kein Kill, aber es war ein Assist. Können wir uns das ja auch leisten, ne? So, jetzt haben wir auch genug Leben, haben genug Mana. Und jetzt werden wir sehr aggressiv... Oh, Toplane ist schon 2-0. Brudi, wie kann man so schnell sterben? 4 Minuten, 2 Ganks. Okay, don't come on my lane. Gank the other. Gank the other. Die guten Orden. Oh, guck, er pusht wieder, Leute. Er ist natürlich jetzt XP-technisch ein bisschen vor mir. Hat keine Rüstung gekauft. Oh, lecker. Wir machen Level 5 into Getty Getty. Das ist der Plan. Level 5 into Getty Getty. Zack. Mal kaum der Q mal so ein bisschen last hitten. So, jetzt kommen die Minions. Oder auch nicht. Slap. Oh, da hat er Glück gehabt, Leute. Ich glaube, das war nicht isoliert. Das war ein unisolierter Nichtisolierer. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen E-Cooldown. Aber ich mache mir hier gar kein Auge. Ich werde ihn gleich aufessen. Ich werde ihn vernaschen, sobald meine W wieder ready ist. Gib. Naja, ist egal. Brauche ich nicht. So, jetzt Minions kommen. Wow. Butz. Slip. Autotech, Ignite. Das ist Autotech. Hier kommt eine Q. Bats. Und das war's. Schön. So, als expertierender Käfer. Jetzt müssen wir kurz gucken und überlegen, Leute. Punkt in die Q, Punkt in die E. Grundsätzlich.
Also ich bin grundsätzlicher Fan von Q, bin ich jetzt ehrlich, aber als Midlane Kha'Zix könnte, und mit könnte meinte ich könnte, Leute, ich mach die Flügel, weil wir sind ein fliegender Gangkäfer. Die fliegenden Gangkäfer sind die mächtigsten unter den Käfern. Und deswegen, ich hoffe, dass Lee Swinger Boy da noch irgendwie ist. Der ist da noch. Frage ist, können wir oder können wir nicht? Vielleicht geht der Golems machen, Leute. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Pressure ihn. Ah, er ist, nicht, ist er isoliert doch? Isolationssprung! Quatsno! Und? Quatsno! No! Ja! Let's! Und ich kann wieder springen. Oh, ich könnte den zerfleischenden Fleischwurfsprung. Fleischwurfsprung! What? Also hätte ich ein bisschen mehr Mobility, wäre das very. Also stoppen Sie das. Ja, yes. Leute, wie viele Gegner hier sind, Leute. Kann ich einmal pizzen? Okay. Ja, okay, ist ein bisschen doof. Gelaufen sind echt viel. So, also okay, wir brauchen mehr Damage. Wir brauchen Schuhe. Wir sind ein langsamer Käfer. Frage ist Itembild. Ja, Meuchlerklinge ist, glaube ich, nicht so cool, weil ich will auf den Gegner springen und der soll sofort explodieren, zerfetzen und in alle Einzelteile zerfallen. So, ist aber okay gewesen, ja. Wir müssen gucken, es wäre cool gewesen, wenn er... Guck mal, Lux hat einen Kill, die werde ich 141 mal, 973 Periode 98 töten. So, hier ist very good. Very, very good. Passt jetzt mein Damage, Leute. Jetzt mein Damage. Er ist nicht isoliert, jetzt mein Damage. Jetzt, Lob! Ja, naja, da geht aber noch was, oder? Geht da noch was? Zack. Also, ja, nee, ich bin noch ein bisschen enttäuscht. Da muss noch mehr gehen. Also, da bin ich mehr gewohnt. Hat der Rüstung? Der hat nicht mal Rüstung, Leute. Nee, ich bin hier enttäuscht. Da bin ich wirklich enttäuscht. Habe ich Electrocute? Ja, habe ich. Wo ist mein Schaden? Ich meine, ja, also, wo ist mein Schaden? Wer hat den Schaden geklaut? Ganz ehrlich, Leute, ganz ehrlich, wer war's? Ihr könnt sagen. Oh, und die sind beim Infernal Red Buff Dragon. Könnte sein, dass er mir jetzt hier ins Gesicht tretet? Nee, der wird aber Botlane gehen. Oder zum Red Buff gehen. Deswegen war... Oder shoppen gehen. Oder er ist schon beim Red Buff. Vielleicht ist er hier... Naja, wir gehen einfach Botlane. Was soll der Geiz? What should be the Geiz? Okay, er ist doch hier. Mist. Ja, okay. Dann... Jetzt habe ich leider meine ganzen Flasks reingehauen, wie so ein dummer Flask-Reinhauer. Ja, Mist. Okay, ich glaube, ich hole mir... Oder nee, wir gehen einfach trotzdem nochmal Botlane, Leute. Die werden mich jetzt zwar sehen, aber ich bin A, schnell. B, kann ich fliegen. C, ist egal. Kick mich ruhig. Der Saugsprung! Ja, ich glaube, er hat nicht gesehen, dass ich hier drin bin, aber... Vielleicht haben die auch Livordiums. Ein Vordium. Ein Vordium. Okay, ja, also mein Schaden, ich bin nicht begeistert. Unbegeistert, würde ich sagen. Ist es das Gegenteil von begeistert, unbegeistert? Ja. Nicht begeistert. Wenig begeistert. Selten begeistert. Gut. Den würde ich jetzt... Also wenn der jetzt nicht One-Shot explodiert, dann bin ich enttäuscht. Ich meine, ich habe 3 Kills. Das muss ja wohl reichen, um jemanden One-Shotten. Car-Take Red. Ja, der ist jetzt, glaube ich, sofort weg. Vielleicht bin ich schnell... Ja. So. Wenn der jetzt nicht One-Shot ist, dann weine ich. Ganz klassisch. Oder wir gehen Bottle. Wie sieht's oben aus? Wir warten, Leute. Käfer, es gibt so Käfer im Tierreich, die sind richtig so, die warten. Auf den richtigen Moment. Und dann schlagen sie zu. Oder er hat Vision. Oder beides. Ich glaube, er hat Vision. Dann gehe ich einfach Bottle, ist mir doch egal. Dann nimm doch die Minions. Ja, dann nimm sie doch. So, die Frage ist, haben die hier noch Vision? Vielleicht, weiß man nicht. Möglicherweise. Meine Bottle ist leider gerade noch nicht da. Deswegen warten wir einfach mal hier. Vielleicht kommt ja. Na. Vielleicht... Oh, die Minions kommen schon, die neuen Scheiße, aber... Nein! Shit! Ja, ich meine, es war okay. Ich meine, er war nicht isoliert. Na, das akzeptiere ich. Das ist okay. So, jetzt werden mich einige sagen, aber Tobi, das macht man nicht so. Ich pack jetzt Punkte in die E rein. Weil ich damit nicht so lange auf die E warten muss, wenn sie mal nicht killt. Das ist der Plan. Das ist der Weg. Ich kann... Achso, wir müssen jetzt auch... Komm schon. Vielleicht kann ich ihn ja einfach mal... Passt auf, Leute. 3, 2, 1, ne Minions. Ach Mann, der Victor ist doof. Der ist doof, dann gehe ich wieder runter. Ich will ihn aber. Ich will ihn. Okay, gehen wir Botlane, Leute.
Wir haben jetzt auch gleich unser Drag-Tablet fertig. Oh, das sieht lecker aus. Lecker, 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 lecker. Wir haben Teleport, Flash, Ult und alles. Oh, der Leckermachsprung. Der Leckermachsprung. Whoop. Der Leckermachsprung 2. Oh, ich habe keine Dings. Nein, 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 nein. Ich habe keine. Ich brauche hier unbedingt Level 11. Ich möchte öfters queuen. Das ist mir sehr wichtig, öfters zu queuen. Oh Mann, die sieht so lecker aus. Ich kann nicht widerstehen, Leute. Ich werde da diven. Ich werde sie anspringen. Oh, shit. Okay. Ja, gut, dann gehe ich weg. Jetzt kann das Lux jetzt hier noch was reinhauen. Und ich muss in die Mitte. So, Drag-Tablet. 1000 kostet der Bums. Seit wann ist denn das so teuer? Ich dachte 700. War das nicht immer so? Dann mal beide Items? Ah, okay. Gut, Drag-Tablet wurde, glaube ich, ein bisschen gebufft. Ich muss sagen, Leute, ich bin mega enttäuscht von Gale Force. Gale Force macht so viel Schaden. Ist das Gale Force? Dieses Dash-Item? Also, das macht einfach 1 Million Schaden, während die AP-Items, Protobelt und Night Harvester wieder genervt werden. Die werden jetzt wieder genervt, die machen dann 120 Schaden oder so. Und das finde ich, ist ein bisschen traurig. So, ich würde sagen, dann gehen wir wieder Botlane, oder? Ich meine, ja, oder eine Platte, ja, lass eine Platte holen. Na? Eigentlich ist ja Drag-Tablet auch sowieso ziemlich cool für Kha'Zix, oder? Weil er dann wieder unsichtbar wird. Das ist doch maximalus perfektus, oder nicht? Ich meine, das ist alles, was er je wollte. Aber wir müssen natürlich aufpassen, weil Lee Sin ist jetzt irgendwo hier am, weil der Red Buff ist die, ja. Ich glaube, ich könnte ihn einfach töten, aber lass mal nicht machen, weil Victor ist auch da. Ich müsste aber schon ziemlich viel Schaden machen. So, und jetzt habe ich nämlich, bei solchen Situationen ist man eh nicht so lange auf Cooldown. So, da unten ist Vision. Okay, wir könnten ja den über die Wand flashenden Flash-Sprung machen. Das Lee Sin. Vielleicht pushen die ja hier rein. Das auch, Leute! Hier kann doch nicht überall Vision sein. So, oh moi. Wo kommen wir denn? Also, okay, Lee Sin wird hier oben sein, aber ich werde ihn jetzt einfach töten. Der kommt jetzt mir entgegen. Irgendwo hier wird er sein, da. Aber dann töten wir ihn. Oh. Lecker, mach Sprung. Ja, nee, ist nicht so. Ja, ich lebe. Ja, ja, okay. Aber er war da, Leute. Er war nur da unten. Er war da. Ich wusste, dass er da ist. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, oh, ich hätte es geschafft. Ja, ist ein bisschen unglücklich, aber... Ja, also... Ja, so... Gut, kaufen wir uns ein Schwert. Ein Schwert für die Massen. Was kaufen wir als nächstes, Leute? Ich bin ja nicht so der Fan von Lethality-Items, muss ich einfach mal sagen. Die Lethality-Items sind nicht so cool, irgendwie. Also, naja, Yomus hat jetzt 60 AD, was nicht schlecht ist. Aber dafür hat es keine CDR mehr. Wobei man natürlich sagen muss, während ich Dustblade habe, gibt es mehr CDR, beziehungsweise Ability Haste. Vier Minions habe ich eigentlich, 58. Irgendwie gefällt mir das hier aber nicht, ich kriege keine Kills. Ich bin da schon... traurig veranlagt. Wir bräuchten vielleicht auch ein Tiamat oder so. Damals Kha'Zix Mitte. Das waren noch Zeiten, Leute. Das waren richtig, richtig schöne Zeiten. So, ich muss jetzt mal Leute suchen. Und ich brauche das End... Hier, da geht was. Da geht was. Da geht einiges. Die wollen jetzt Dragon machen. Und ich werde... Das heißt, die werden hinter meinem Team stehen. Und ich werde hinter deren stehen, während die hinter meinem Team stehen. Das heißt... Hier wird gleich der Fight sein. Dann werden die hier fighten. Und dann werde ich hier... Leute, macht den Drachen oder so. Ich werde hier... Ich sehe hier was. Wow! Habt ihr das gesehen? Man könnte sagen, ich skripte, Leute. Oh, den töte ich, Leute. Den töte ich, den töte ich, den töte ich. Ha! Okay, hast du noch nicht. Einfach geskriptet. Nein. Oh, okay, cool. Alter, jetzt wollen sie mich aber auch haben hier mit allem drei Mann und Frau. Ich meine, Victor könnte auch eine Frau sein. Vielleicht ist es ja Victoria. Würde naheliegend sein. Man weiß ja nicht, wer da drunter ist, oder? Oder? Gut, da unten ist ein Lux, die hole ich mir jetzt. Jetzt hole ich, jetzt machen wir den Deckel drauf. Hier machen wir den Deckel drauf. Leute, seid ihr bereit? Könnt ihr euch teilen? Trennen? Trennen, teilen, teilen, trennen? Der teilen, Trennsprung. Wirklich? Wow, die brennt. Du brennst, du brennst, du brennst, du kannst, du brennst. Du brennst, du brennst. Oh, ein Reset. Reset-Sprung. Wiu! Irgendwie ist mein Schaden. Wow, okay. Also, hä, er ist 0-4 und macht... Also, ich weiß nicht, woran es liegt, Leute. Aber irgendwie bin ich mehr Kha'Zix-Damage gewohnt. Habe ich zu lange kein Kha'Zix mehr gespielt? Bin ich verwöhnt? Meint ihr, ich bin verwöhnt? Immer wenn ich Kha'Zix Midlane gespielt habe, hatte ich das Gefühl, dass wenn ich jemanden anspringe, der sofort explodiert. Ich glaube, er wurde ja ein paar Mal genervt, tatsächlich. Ist es das vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich meine, okay, ich habe jetzt, glaube ich... Habe ich meinen Auto-Tag gemacht? Ich glaube, ich habe nur Q gemacht. Ich muss halt... Aber das habe ich sonst auch immer nur gemacht. Nur Q. Ich glaube, ich bin verwöhnt. Oh, das ist der Red Buff. Nein. G
Gib! Oh lol, da liegt sogar eine Flasche. Eine Kugel. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch kriege. Was ist das für ein Drache? Wasser. Oh Mann, diese... Ah, shit. Ich muss eben Dreadbuff holen, Leute. Ich bin sofort da. Ich bin... Wow! Wirklich? Wow. Okay. Ja. Okay. Ich würde gerne einmal Damage zur 3 bestellen, bitte. Dankeschön. Hier, und das sieht doch... Oh, komm, Leute. Jetzt will ich aber was sehen. Jetzt will ich was sehen. I wanna see somebody. Somebody you know. Das war okayisch. Okayisch Attacke. Ja, die war okayisch. Naja, lass uns mal... Aber der Q-Damage wird ja nicht höher, wenn ich da mehr Punkte reinmache, ne? Richtig, richtig. Lass uns mal Level 11 abwarten. Vielleicht machen wir dann ein bisschen mehr. Ne? Ich meine, 500 Schaden ist schon nicht schlecht, aber... Ne? Ist er noch hier irgendwo? Ja, Badu! Ja, Badu! Ja, Badu! Bets! Schön, schön. Könnte sein, dass irgendwer kommt. Nee, Lee Sin nicht. Victor ist in der Mitte, Renning ist oben. Lux. Lux, aber Lux. Lux wird ja wohl kein Auge machen, oder? Lux, Lux. Gut. Frage ist, wenn ich jetzt wieder zu Victor gehe, tötet er mich. Könnte sein, dass er mir sogar entgegenkommt. Aber unwahrscheinlich. Naja, sogar wahrscheinlich. Vielleicht nutzt er irgendwas. Und nutzt was. Ha! Und jetzt sterbe ich. Jetzt flasht er und er killt mich. Dachte, dass er vielleicht irgendwie Ult macht oder lasert oder so. Oder flasht. Weil, wenn er geflasht hätte, hätte er mich wahrscheinlich gekillt. So. Leute, also wir machen nicht genug Schaden. Was kann man dagegen tun? Noch mehr Schwerter kaufen. Ich glaube, andere Möglichkeiten gibt es hier wirklich nicht. Mehr Schwerter braucht das Land. Und die Gegner haben auch Schilde, oder? Lux, Lee Sin. Naja, Azrael jetzt nicht, aber Lux, Lee Sin und Victor. Lohnt sich da dieser Endschildmacher? Diese, ich weiß gar nicht, hier dieses Serpent-Ding? Attacks and Spiel Steal to Shielded Targets. Naja. Okay, Leute, ich hab Bock. Der Bocksprung! Ja, nein, ja, also ja, also nein, also... Nein, 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 nein. Gehen Sie bitte fort. Oh, ja, 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 perfekt, 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 perfekt. Jetzt nur noch warten. Leute, Team, könnt ihr die auseinandertreiben oder so? Ja, naja, also... Okay, wir haben wieder Ultimate ready. Ready, steady, steady, go. Hier ist ein Mann, ich vergesse auch immer dieses Endvision-Teil. Okay. Ja! Batz! Das ist, was ich wollte, Leute. Jetzt reden wir eine Sprache. Warum nicht vorher? Warum jetzt? So viel Damage habe ich jetzt auch nicht gekauft. Warum jetzt? Wo ist er, Victor? Du bist noch irgendwo hier. Ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß, dass du hier bist. Warum konnten wir uns vorher nicht so unterhalten? Woran hat's hier liegen, frage ich mich da. Woran hat's hier liegen? Jetzt passt auf, der woran hat's hier liegen Sprung. Geht mal weg, geh weg, geh weg. Leute, lasst sie kommen. Ihr müsst sie kommen lassen. Lasst sie kommen. Na gut, holen wir uns den Red Buff. Woran hat's hier liegen? Das fragt sich halt immer, woran hat's hier liegen, aber woran hat's hier liegen? Ich weiß nicht, woran hat's gelegen, hier liegen. Gut, dann gehen wir mal in die Mitte. Es kann sein, dass hier ein Ward ist. Ist potenziell sehr wahrscheinlich. Aber es kann sein, dass mich das Ward hier nicht sieht. Das werden wir jetzt rausfinden. In 3. Okay. Wap. Okay. Na, okay. So, passt auf. Ezreal wird jetzt nach unten gehen. Und er denkt aber, dass ich in die Mitte gehe. Aber ich gehe gar nicht in die Mitte, sondern gehe ich nach unten. Und hier ist ein Control Ward, was very good ist. Und er ist in der Mitte. Aber er wird jetzt nach unten gehen. Und jetzt, passt auf, Leute. Ihr werdet den schnellsten Ezreal kill. Naja, nicht der Welt sehen, aber... Naja, sagen wir dieses Spiels. Probe, er hat einen Eissporn, ne? Hat er Eissporn? Ne, hat er nicht, aber er hat einen Hammersche. Eine Hammersche hat er. Er hat einen Hammersche. 3. Es kann sein, dass er hier langläuft, weil die Minions pushen. Was? Batz! Batz! Brenn, brenn, brenn! Ich geh dahinter, er ist mega. Okay, passt, cool. Er hätte sich nur nicht umdreht. Ah! Ach, das war auf jeden Fall worth it. Er hat nämlich ordentlich. Oh, Leute. Aber ich muss dir einfach eine Message senden. So, also wir brauchen anscheinend schnellere Schnelligkeit. Wir sind zu langsam. Was 1-9? Was keine Schwerter? Hä? Was für Pickaxe? Och, Leute. Was soll ich denn jetzt machen? Hä? Jetzt bin ich aufgeschmissen. Muss ich jetzt entweder ich verkaufe ein Schwert oder ich grade das ab, aber dann fehlen mir wieder Schwerter. Das ist ja dumm. Wir könnten auch den Kollekteur bauen. Le Kollekteur, ist der nett? Ich weiß nicht. Ja, schon. Le Kollekteur, Le Kollekteur, Le Kollekteur. Ja. Okay, pass auf, dann machen wir so. Ja, und jetzt, ja, jetzt haben wir das zweimal, aber... So, jetzt haben wir vor allem zweimal Punkte im Q. Okay, dieses Item-Bild ist halt der neue Bild. Es ist der neue Bild. So, jetzt bauen wir Yomus Blade. Oder Le Kollekteur. Le Kollekteur hat 5, 5, 12 Lethality. Ist ja ein Witz. Ist ja ein Witz. Wurde, glaube ich, auch genervt.
Wobei, da bin ich mir auch nicht sicher, weil der Anzeigebug war tausendmal da. Manchmal hat es so viel angezeigt, manchmal so viel. Im Shop war es so viel, im Inventar war es so viel. Okay, wie viel ist es denn jetzt? Ja, ich denke, es ist so viel. Ja, aber wie viel ist denn so viel? Ich weiß nicht, wie viel so viel ist. Es gibt da einen Propheten, der ist viel auf vieles oder so. So, hier ist ein Control-Bot. Das heißt, er fühlt sich sicher, ist aber nicht, Leute. Und er wird jetzt in die Mitte gehen. Oh boy. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Und. Was? Ach so! Du bist tot. Ja, das lassen wir stehen, Leute. Das hat gut geklappt. Gutes Wort. Ah, das geht jetzt eh weg. Shit. So, die denken jetzt, ich gehe da lang, aber ich gehe. Ah, oh, ich bin ein Käfer. Miau, 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 miau. Ich gehe jetzt nach hier. Passt auf. Wow! Das ist, was ich wollte. That is all I want for Christmas. All I want for Christmas is you. Und dieses Wort, Leute, es ist mein Lieblings-Buschwort. Buschwortsprung! Ja, okay, also ja, ich meine, ja, irgendwann ist halt die Musik aus, ne? Wenn die Musik aus ist, ist die Musik aus. Sowas machen wir jetzt. Le Collecteur. Was will ich mit Le Collecteur? Also, was haben wir hier? Wir haben wir 60 Attack Damage, 18 Lethality. Hier haben wir 55 Attack, also beides weniger, aber halt Crit. Der Effekt ist halt Banane, den brauche ich eh nicht. Der Effekt ist Banane, den brauche ich eh nicht. Also der Effekt, der ist halt wirklich Banane, den brauche ich eh nicht. Ja dann, was macht hier dieses Serpents Ding? 60 und 18. Und Schild Damage, naja, Schild. Luke schildet sich halt auch immer, ne? Miststück, aber meistens springe ich die ja vorher an und dann schilden sie sich erst. Und dann habe ich schon eine Attacke gemacht, oder? Wie viel Bonus Damage? 70 plus 40er. Lass mal machen. Warum nicht, Leute? Warum eigentlich nicht? Habe ich noch nie gemacht. Lass mal sehen. Lass doch 140 Physical to Shield Targets. Attacks and Spells. Ja, guck. Ja, schau. Gucken wir mal. Serpent's Fang. Ich meine, ich bin zwar ein Käfer, aber Käfer gehören ja zur Familie der Schlangen. Weiß man. Allgemeinbildung. So, Minions brauchen wir nicht. Gut, lass uns mal suchen. Ich habe schon wieder dieses scheiß Trinket nicht gewechselt. Okay, wir warten hier, Leute. Wir machen eine... Oh, da ist jemand. Und jetzt ruhig, Leute. Okay, wo kann die Person hingehen? Zum Baron wohl nicht. Es kann Lee Sin nur sein. Oder Lux. Möglich, dass sie mich gesehen hat und deswegen nicht hingeht. Wir holen uns beim Gromp. Und dann will jemand gleich zum Blue Buff gehen. Und dann werden wir beim Blue Buff zuschlagen. Zack. Das ist eine klassische Tristrangler-Situation. Boah, ich hätte so gerne Jumus. Oh, Leute, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Nein, komm zurück. Komm zurück. Nein. Vielleicht kommt sie nochmal zurück. Oder hat sie hier geboren und ich werde gleich gebindet. Muss ich dodgen? Nö. Ja! Wapsi! Schon immer ohne Witz. Ich bin schon etwas aggressiv veranlagt, diese Stundenglas. Niemand kauft zu frühen Stunden. Die hat einfach nur Stundenglas. Das macht mich schon sehr wütend. Ich bin sehr enttäuscht und sehr wütend gleichermaßen. Pass auf, wir tun jetzt so, als würden wir hier oben hingehen. Tun wir aber nicht! Okay, shit. Ja, Idee war gut, Ausführung war... Ne, Idee war nicht... Also, Idee war Grenz... Oh, Leute. Okay, Leute, vielleicht müssen wir das machen, weil wir verlieren langsam, oder? Verlieren wir? Ne, ich weiß nicht, ob wir verlieren, aber... Vielleicht müssen wir uns ein bisschen... Wir brauchen auf jeden Fall mehr Mobility. Ich bin zu langsam. Wir gehen jetzt Jomus, Leute. Und Schuhe brauchen wir auch. Also, eigentlich wollte ich auch alleine hier sein. Aber wenn alle da sind, sind alle da. Also von denen und von uns. Okay, was ist der Plan? Wie können wir gewinnen? Wer ist von denen stark? Renekton ist gigastrong, der Rest sind alles Inter. Und Lux ist mega nervig. Holy shit. Stundenglas? Wirklich? First Item? Wirklich? Okay, also. Was ist der Plan? Drachen. Drachen brauchen wir? Das ist cool. Midlane Tower? Ja. Ezreal nicht farmen lassen? Ja. Ich würde sagen... So, ne, jetzt ist vorbei. Wir kaufen uns jetzt den Radar. Den Radar. Wir kaufen den Radar. Welche Schuhe kaufen wir? Schuhe sind nicht so wichtig. Ich glaube, wir kaufen tatsächlich entweder Swiftness oder Ability Haste. Während beides Möglichkeiten. So, der wurde magiert. So, okay. Farmen werden wir nicht tun, Leute. Farmen brauchen wir nicht.
Wer genug Kills hat, braucht auch keinen Farm. Also, was ist unser Plan? Wir gehen erstmal hier ein bisschen Vision wegmachen, damit wir uns hier wieder im Jungle eingraben können. Das sieht gut aus. Vielleicht warten wir einfach hier. Und entweder es kommen jetzt mehrere Leute, um Cassio zu töten. Oder, guck mal, da ist schon Lux. Die ist schon wieder heiß. Allerdings kriege ich die nie gekillt, weil die immer Damage Stimmglas hat. Müsste jetzt aber noch Cooldown haben, oder? Oder? Car quittet? Hä, was für Car quittet? Ich zeig dir jemand, wer hier quittet. Warum sollte ich ihn quitten? Sie denken jetzt auch, weil ich sie jetzt zwei, dreimal nicht gekillt habe, dass ich jetzt hier, dass sie malt hier irgendwelche Bilder vom Mond. Das ist sehr gut, Leute. Der wird gleich, hier ist nämlich eine Jungle-Situation, der wird jetzt gleich helfen kommen. Manchmal braucht man einfach etwas Geduld. Some Geduld you need sometimes. Ein guter Jäger wartet, bis die Beute in sein Netz springt. Netz! War zwar meiner, akzeptiere ich aber. Beute genommen, gerissen. Beute gerissen. So. Vielleicht bin ich einfach unsichtbar und deswegen meinte sie, ich wäre gequittet. Weil ich einfach... Jetzt kommt gleich Lux Mining. Let me go. Okay. So, jetzt denkt ihr natürlich, dass ich da bin. Bin ich aber nicht. Sie sind jetzt hier. Und... Okay, das hier ist ein sehr, very gutes Positioning, Leute. Weil die machen gleich hier einen Fight und dann kann ich da von hinten ran. Es könnte aber... Okay, nee. Es passt. Ja, nicht so schlecht. Die gehen dann gleich nach links weg. Der geht gleich nach links weg. Okay. Leute, können wir was machen? Hier haben die, glaube ich, Vision. Könnte sehr wahrscheinlich sein. Ich bin hier die ganze Zeit nur Leute haben. Aber Leute, wir müssen doch mal ein bisschen assassinieren. Also es ist jetzt kein klassisches, hey, ich werde very fast dieses Spiel gewinnen Game, sondern es ist eher ein, lasst uns, wie so, wir sind, das ist Schleicher-Gameplay, Leute. Klassisches Schleicher-Gameplay. Einfach mal hier so durch die Gegend sneaken, wie Metal Gear Solid. Das ist quasi Metal Gear K6. Metal Gear oder Splinter K. Splinter 6. No? Splinter Cell. Kennt das überhaupt noch jemand von euch? Einfach nur durch die Gegend sneaken und Leute getten. Oh. Okay, das müsste aber passen, oder? Okay, er hat Bock, aber ist kein Problem für mich. It is not a problem, you know. Und da wir eh geskillt haben, haben wir auch keinen Cooldown, you know. No, Cooldown. Whoop. Zack, bye. Was ist mit Lux? Was ist mit Lux? Ich hab gleich wieder einen Sprung. 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Whoop. Hier ist ein W. Oh, es laut nicht, ne? Das laut, glaube ich, nur, wenn man da Punkte reinmacht oder so. Komm schon, Kasix, du bist schnell! Wow! Wow, wow, wow! Okay. Und sie, also Lux, Leute. Ich weiß nicht, what is with her? Was ist mit ihr? Warum flamet ihr mich die ganze... Also, da versucht mich anzugreifen. Wir brauchen schnelle Schuhe. Das habe ich jetzt hier gesehen. Und Jomus auf jeden Fall. Aber schnelle Schuhe. Okay, wir machen Swiftness oder wir machen CDR-Schuhe. So, CDR-Schuhe sind da. Das ist ja Ability Ace, ne? Und jetzt müssen wir Jomus kaufen. Wir müssen nur gucken, dass wir... Ich weiß nicht, ob mein... Okay, doch, wir haben einen fetten AD-Carry. Fetten... Also, okay. Ich weiß nicht, vielleicht will sie mich taunten, damit ich auf sie gehe, damit sie Stundenglas macht, damit sie dann nicht stirbt und damit ich dann sterbe. Aber was ist, wenn sie mich tauntet, ich trotzdem auf sie gehe und statt, dass sie Stundenglas macht, ich sie einfach töte? Ich werde sie jetzt einfach töten. Sie hat mich getauntet und es hat funktioniert. Ich werde sie jetzt töten. Und dann werde ich sagen... Es wird eine Tschüss-Lux-Situation werden. Was? 810. Naja, ist okay, ne? Okay, Baron. Ich könnte mit Kha'Zix super schnell Baron machen. Den könnten wir richtig schnell machen. Also der kriegt halt hier die ganze Zeit Mega-Damage. Durch unsere Q. Aber jemand muss tanken. Tank. Weil wenn ich tanke, mache ich, glaube ich, 50% weniger Schaden oder irgendwie so. Und das ist nicht gut. Ja. Und jetzt, hä? So. Da kommt gleich ein Blue. Guten Tag! Hast du mal Glück gehabt? Hast du nochmal Glück gehabt? Ich mach nicht genug Schaden. Wobei Ezreal auch so ein bisschen tanky ist. Ein bisschen. Er ist ein bisschen tanky. Aber Leute, ich möchte auch so weit gehen und sagen, dass Drag-Tablet einfach nicht mehr so cool ist wie früher. Früher war, gehörte Drag-Tablet zu den coolen Kids. Jetzt ist Drag-Tablet ein Streber geworden. Irgendwie. Langweilig. Ha, und irgendwie habe ich... Also, vielleicht bin ich auch dumm. Guck mal, sie denkt jetzt wieder, sie taunt mich. Aber so dumm bin ich nicht. Also... Aber zum Beispiel auch mit Chaco. Keine Ahnung, mache ich mit Dark Tablet auch keinen Schaden. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht liegt es an mir und nicht an dem Dark Tablet.
Ich weiß es nicht. I don't know. Was sagt ihr dazu, Leute? Ich meine, der Damage, ich habe mir die Zahlen, man kann sich die Zahlen ja angucken. Der Damage ist nachgewiesen ein bisschen tiefer. Also früher hat es nicht gescaled, aber hatte am Anfang einen höheren Schaden. Aber hat halt nicht gescaled. Jetzt scaled es mit AD. Das heißt, wenn man richtig viel AD hat, dann macht es auch irgendwann mehr Schaden. Ich glaube, vorher hat es so 175 oder so gemacht. Und jetzt haben wir 167 oder irgendwie sowas im Dreh. Vielleicht war es auch ein bisschen weniger. Aber, ne, das heißt, die ganze Zeit im Early Game macht man auf jeden Fall weniger Schaden mit Draktarblade. Oder haben die Chips einfach mehr Rüstung, mehr Leben? Was ist das Problem? Where is the problem? I can't find it. Ich hätte jetzt gerne Blues Clues einen Hinweis. Wie das liest hin, Leute. Gut, und die werden jetzt gleich hier fighten und dann wird einer von hier langlaufen oder hier in Escapen. Vielleicht geht einer heilen. Wir haben blau und schlau gelöst. Die werden sich jetzt langsam vorarbeiten nach rechts. Und dann werde ich den Rückenkrallen-Attacken machen. Die Sinn ist, naja, erst nicht so tanky, aber schon ein bisschen. Guten Abend! Au, 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 bringt nix. Dab, 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 dab. Wir machen mal ein kleines aggressives Fragezeichen. Ein kleines, ich finde, das ist angebracht. Ein bisschen... So, ne, ich finde, das ist okay. Guck mal, weil wir maximale Punkte im E haben, können wir direkt hier wieder rüberspringen. Das geht, das ist easy. So, Draktarblade, Jomus meine ich, Jomus, fertig. Lass mal ihn kaufen. So, jetzt sind wir auch ein bisschen flottikarotti. Schön. Gut. 20% Move Speed, das war doch auch mal schneller, oder? Vertue ich mich, weiß ich nicht. Naja, es kann schon sein, aber 20 klingt voll wenig. 20. Ich meine, dafür gibt es 40 Out of Combat die ganze Zeit. Ja, schon cool, aber 20? Das war doch bestimmt mal... Irgendwann war es bestimmt mal 40%, oder? 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 Naja, also ich kann den Blue schon machen, weil wenn Ivan gleich kommt... Ah, ne, Cassio will den haben. Ja, dann. Weil, Ivan hätte den trotzdem bekommen, selbst wenn ich den mache. Sagen wir, Tondi? Wir haben ein Date. Käfer-Schildkröten-Date. Zack. Batz. Ob ich ihm jetzt Shielded Bonus Damage gemacht oder geht es nur gegen Champions? Shielded Targets. Additional Damage not applied to Targets with Shielded, only block Magic Damage. Okay. Gut, okay. Hier oben passiert wieder was, Leute. Oh, ja. Passt auf, Leute. Naja, nee. Also hier haben wir einige Opfer. Aber wir müssen warten. Ist hier ein Ward? Perfekt. Jetzt warten wir wieder, Leute. Wir schön warten. Ja! Guten Abend. Ich bin einfach ich. Leute, weil sonst wäre ich halt nicht ich. It's me, Kha'Zix. Ich hab blau und schlau gelöst. Ach, wie oft will sie das denn noch machen, hä? Ich hab blau und gleich haben wir wieder E. Warum? Weil wir es gemaxt haben. Max-Sprung. Oh, schade. Shit. Schade. Immer ein Genuss. Wir einfach passiv, Kha'Zix. Einfach nur hinten stehen, auf den richtigen Moment warten und dann eine Population starten. So, wir haben leider sehr wenig Vision. Potenzielles Potenzial ist aber da. Wir müssen nur warten. Ich hätte so Bock, aber ich inte, Leute. Soll ich trotzdem mal? Ich mach's trotzdem. Guten Tag! Later! Ich bin wieder da! Ich bin wieder da! Okay, ich würde sagen, ich hab gecarried oder so. Bei Blond Girl. Schön! Ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen Karma. Ne? Ein bisschen Karma ist schon. Don't assume my gender? Hä, hey, ich rede doch mit Lux. I talk to Lux. Sacramento. Und sie ist ja wohl ein Girl. Oder ist das jetzt auch schon Gendering? Wenn man zu jemandem sagt, der ein Girl ist, dass sie ein Girl ist. Muss ich sagen, oder was ist ihr Masse? Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen. War heute mal wieder ein bisschen Swayze und ein bisschen crazy. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bis dann, Antenne, Tschüssikowski. Und wir sehen uns. Viel Spaß. Tschüss.